Guck mal, ich bin ja da sehr mitfühlend. Ich komme ja aus dem Frauenhaushalt. Oma, Mutter, Schwester. Also früher bei uns Frauenpower kein Thema. Selbst meine Oma, die war schon hammerhart drauf. Ich habe ja bis 14 nur Brigitte gelesen. Und das prägt. Also das prägt wirklich. Ne? Also Frauenpower war für uns früher überhaupt kein Thema. Ne? Also meine Mutter auch, meine Schwester auch. Also guck mal, heutzutage Frauenpower ist ja klasse. Ne? Die Frauen werden frecher und das ist gar... Guck mal, hier, viele Frauen sagen ja, warum soll ich mir die Brust vergrößern? Soll er sich doch die Hände verkleinern lassen, ne? Da merkst du doch schon, das kommt hammerhart, kommt das zurück, ne? Hammerhart kommt das zurück. Guck mal, ist doch wirklich wahr. Guck mal, und wirklich, die Frauen werden da frecher. Ich habe heute Morgen in Hannover im Hotel, ne, habe ich so ein Pärchen am Nebentisch, die hatten wohl gerade die erste Nacht hinter sich, die haben da auch gefrühstückt, habe ich so ein bisschen belauscht, ne? Da sagt er da so ganz großspurig wieder, hör mal, ich will ganz ehrlich sein, ich hatte vor dir schon ziemlich viele Frauen. Und sie sagt, ich will auch ganz ehrlich sein, ich kann es nicht glauben, ne? Und dann merkt ihr, es kommt hammerhart alles zurück, ne? Und das ist Frauenpower, ne? Frauenpower. Wir hatten ja letzten Monat hatten wir Weltfrauentag, der hieß ja früher mal Frühjahrsputz. Und das ist also ich will nicht sagen, dass ich eine Frau bin, ne? Aber so weit will ich nicht gehen. Aber es gibt in Essen Gynäkologen, die rufen mich an, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und das hilft ja dann meistens auch, ne? Aber guck mal, mit dem Weltfrauentag, ich habe jetzt in Dortmund so ein Pärchen kennengelernt. Wie heißen diese Typen, die morgens beim Bäcker schon so scheiße drauf sind? Lehrer, richtig. So ein Lehrerpärchen kennengelernt. An sich ganz nette Leute, arbeiten auch beide für denselben Taxiunternehmer. Und sie musste noch ein bisschen was für ihre Beziehung tun, weil er schlug immer noch zurück. Und das sind also wirklich so, das sind so ambivalente Zweierkisten. Da ist sie eher mehr so ein Basislager. Ne? Guck mal, unsere Ex-Familienministerin kennt ihr ja noch, diese Claudia Nolte, ne? Hier dieses androgyne, verruchte Luder. Auf Anraten von Claudia Nolte will sie die katholische Kirche jetzt sogar die Missionarstellung urheberrechtlich schützen lassen. Ne? Und ich muss heute einfach mal fragen, sonntags in Düsseldorf, ich frage einfach mal, sind Frauen hier? Da muss noch mehr Lebenserfahrung rein. Ich bitte euch, Düsseldorf. Sind Frauen hier? Ja! Ja, so brauche ich das. Mich hat letztens eine Düsseldorferin abgeholt, ne? Tolle Frau, groß gebaut, breite Schultern, blaue Augen, braun gebrannt, blonde Haare, toll geschnitten, also super Kostüm. Toller Job, Sabine hieß die, super Wagen, samstags abends, Punkt 8 Uhr holt die mich in Krai ab, ne? Wir fahren mit ihrem Wagen in einer Viertelstunde hier zur Kö, wir in so ein Szene-Lokal rein. Hör mal, sie bestellt mir am Tresen so ein Champagner, drückt mir Champagner in der Hand und fummelt an mir herum. Ich meine, die hat mich da an der Kühe direkt, also in dem Lokal direkt abgegriffen und dann noch ihren Freundin zugezwinkert. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich dabei gefühlt habe? Ich meine, sehe ich so aus, als wäre ich ein Typ für eine Nacht? Das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Ich könnte es nicht. Ich könnte, Leute, das könnt ihr. Da sperrt sich in mir alles. Das könnte ich nicht. Da verkrampfe ich. Aber die hat ja hormonell schon auf Autopilot geschaltet. Da klappern die Ventile schon im Standgas. Ne? Ich könnte es nicht, Leute. Ich könnte es einfach. Ich könnte es nicht. Ne? Aber ich könnte. Aber so seid ihr Weiber. So seid ihr Weiber, erst ladet ihr uns ein, dann werden wir mit Champagner abgefüllt, dann erzählt er irgendwelche Geschichten. Dann werden wir auf irgendeine Bude gelockt, aufs Bett geschmissen, brutal durchgebrettert, ohne Rücksicht auf unsere Gefühle. Am nächsten Morgen sind wir für euch nur noch Gurken, gar nicht, weil man mit dem Arsch nicht mehr anguckt. Man fühlt sich so benutzt, so billig, so dumm, so primitiv, so dahergelaufen, so ausgebeutet, so billig. Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick.